Hey Leute, Koko hier. Heute kommt das Faktenvideo zu Zuko. Ich habe euch hier abstimmen lassen im Community-Tab und ihr habt es euch gewünscht. Bevor wir anfangen, möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video einfach mal zu liken. Das kostet alles nichts und ist in maximal 3 Sekunden schon vollendet. Damit würdet ihr mich sehr motivieren und unterstützen, neue Videos zu produzieren. Wenn ihr Freunde habt, die Avatar-Videos auch gerne schauen, teilt doch einfach mal meine Videos mit denen. Dann habt ihr beide etwas davon. Ihr könnt nun auch einfach mal mit mir rumschreiben, folgt mir einfach mal auf Instagram. Dort kommen demnächst ein paar Umfragen, die ich nicht auf YouTube posten werde. Habt auch keine Scheu, mich einfach mal anzuschreiben per Privatnachricht auf Instagram. Ich werde euch allen antworten, zumindest so schnell wie es geht. Wäre echt nice, wenn wir heute schon die 100 Follower dort knacken. Ich heiße KorkoTheEight auf Instagram. Es ist auch der allererste Link in der Videobeschreibung. Ich bitte euch aber auch darum, mich nicht auf YouTube oder Instagram zu abonnieren, wenn ihr eh nicht aktiv seid. Also abonniert bitte nur, wenn ihr aktiv seid. Zudem, ihr könnt mir immer noch Kanalprofilbilder und Intros an meine E-Mail korko.business@gmail.com zusenden. Ich werde euch im nächsten Video logischerweise auch erwähnen, wenn ich euer Intro oder Profilbild nutze. So Leute, ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Fangen wir an mit dem Faktenvideo. Fakt 15. Zukos Emotionen. Mit einem so begabten und mächtigen Charakter wie Zuko mussten die Macher einen kreativen Schreibprozess haben, um ihn in einen komplexen und interessanten Charakter zu verwandeln. Wir lernen schnell, dass Zukos Schwäche seine emotionale Instabilität ist. Es fällt ihm schwer, seine Emotionen zu kontrollieren und er lässt seine Leidenschaft oftmals Vorrang vor seiner Vernunft. Obwohl Zuko emotional instabil ist, kommt er aus einer Familie, die auf Verletzlichkeit und Schwäche herabschaut und sie ausnutzt. Deshalb ist es so überraschend, dass wir ihn manchmal weinen sehen, da man eigentlich denkt, dass Zuko ein eher kalter Charakter sein würde. Als Sohn vom Feuerlord hätte man auch gedacht, dass Zuko keine Schwäche zeigt, sondern sie hauptsächlich nur ausnutzt bei anderen. Zuko weint während der Serie in 5 verschiedenen Episoden. Dies zeigt, dass er in vielerlei Hinsicht immer noch nur ein Kind ist. Er lernt den Druck anzunehmen, kann ihn aber nicht erfüllen und zeigt Schwäche, was auch Gründe für seine Verbannung waren. Fakt 14. Zukos neuer Charakter. Für einen Menschen, der in seiner Kindheit so unruhig war wie Zuko, ist es wirklich erstaunlich, dass er am Ende der Serie zu dem gemacht wurde, was er am Ende war. Viel Dank und Liebe sollte seinem Onkel Iroh geschenkt werden, der ein grundlegendes Element bei der Gründung des neuen Charakters von Zuko war, in die Zuko schließlich hineingewachsen ist. Onkel Iroh war die einzige Person in seiner Familie, die an das glaubte, was für Zuko bestimmt war, nämlich helfen und nicht versuchen, den Avatar zu töten. Das Team Avatar spielte auch eine große Rolle in Bezug auf Vergebung und Akzeptanz. Als Zuko Feuerlord wurde, war sein erster Hauptakt die Suche nach seiner längst verschollenen Mutter. Die Hintergrundgeschichte hinter ihrem Verschwinden ist seltsam, mysteriös und erklärt die vielen emotionalen Probleme, die Zuko als Jugendlicher hatte. Fakt 13. Zukos Körper. Kleine Details, die ihr möglicherweise verpasst habt, sind Zukos Ernährungsumstellung und Gesundheitsumstellung. Diese wurden während der gesamten Show geändert. Sein Körper, seine Muskelstruktur und der Gesamtzustand des Körpers änderte sich entsprechend. Zu Beginn der Show sehen wir ihn als einen getönten und kräftigen Anführer einer immensen Macht, mit großem Reichtum und Zugang zu allem, wohin er will. Als Zuko ein Außenseiter wird und als Flüchtling in der Nähe der Erdstämme lebt, sehen wir, dass seine Statur schlanker wird und einer schlankeren, kompakteren Person ähnelt. Das hat damit zu tun, dass er hauptsächlich Gemüse aß und ihm die Kohlenhydrate fehlten, die er in der Zeit, während er in der Feuernation lebte, nahm. Fakt 12. Zukos Dao-Schwerter. Die Feuernation ist gefürchtet und verhasst. Es ist jedoch auf Ehre und Stolz aufgebaut, die, wenn man mit ihnen spielt oder nicht respektiert, zu einer schweren Strafe führen könnte. Jede Nation verfügt über eigene, ausgewählte Anzahl von Spezialwaffen und Spezialwerkzeugen, die sie aufgrund ihrer Synergie mit dem spezifischen Element dieser Nation beim Bändigen gern an Beliebtheit gewinnen. Zuko ist der einzige Feuerbändiger in seiner gesamten Nation, der Dao-Schwerter verwendet. Dao-Schwerter sind einschneidige Schwerter, die vor allem für Aktionen verwendet werden, für die eine Schnitt- oder Schneidebewegung erforderlich ist. Sie sind auch als chinesische bekannt und werden oft als Doppelgänger gesehen. Während der gesamten Serie werden wir verstehen, dass Zuko in vielerlei Hinsicht einzigartig ist und es auch sein möchte. Es ist daher keine Überraschung, dass er der einzige Träger einer bestimmten Waffe ist, die niemand sonst in Avatar trägt oder nutzt. Fakt 11. Zukos Blut. Avatar, der Herr der Elemente, war eine animierte Show, die ein jüngeres Publikum in einige sehr ernste Situationen und Probleme der heutigen Gesellschaft einführte. Es behandelte ausgereifte Themen gut und lehrte Kinder wertvolle Lektionen.
und nicht nur weise Zitate von Onkel Iroh. In einer Show, in der Menschen Elemente nach ihrem Willen bändigen können, würden wir davon ausgehen, dass sie eine wenige Menge an Gewalt zeigen könnte. Und obwohl wir eine Menge Kämpfe sahen, wurde in den Kämpfen selten Blut gezeigt. Zuko war der erste Charakter, an dem jemals Blutungen gezeigt wurden. Und es war nur einer von zwei Charakteren. Er blutete, als Azula ihn mit ihren Nägeln die Stirn kratzt. Der andere Charakter, der kurz blutete, ist kein anderer als der legendäre Appa. Fakt 10. Zukos Haare. Zuko ist zu Beginn der Serie, also in Buch 1 Wasser, mit schwarzen Haaren gestartet. Jedoch haben sich Zukos Haare von Buch zu Buch in dunkelbraun gefärbt. Es ist eine seltsame Änderung, sich so viel Zeit zu widmen am Anfang, um sein Haar schwarz zu machen und es dann auf absehbare Zeit in dunkelbraun zu färben. Viele Leute sind davon ausgegangen, dass dies getan wurde, um zu zeigen, dass Zukos Charakterkern immer freundlicher und hilfsbereiter wurde. Aber vielleicht taten die Schöpfer dies auch nur, damit Zuko hervorstach und das schwarze Haar ließ ihn nicht so sehr wie alle anderen fühlen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren tippen, wieso die Avatar-Schöpfer dies gemacht haben. Fakt 9. Zukos Haustier. Laut der Pilotfolge gab es anfängliche Pläne für Zuko, ein Haustierfalken in der Show zu haben. In frühen Konzeptstadien für Avatar war es so, dass Zuko einen treuen und gefährlichen Kumpan bei sich hatte, der zufälligerweise ein Falke war. Obwohl es nie als Zukos Haustier in die Show kam, gab es in der Show ein Haustierfalken. Der Falke wurde Hawkeye genannt und war eigentlich ein Vogel von Sokka. Leider haben wir Hawkeye nur für eine Episode gesehen. Es scheint wahrscheinlich, dass die Showrunner das Gefühl hatten, dass Aang einen eigenen tierischen Kumpel hatte, genug war und reichte und es keinen Sinn gab, Zuko auch etwas zu geben. Es wäre wirklich nett von denen gewesen, eine einzigartige Tierkreatur zu kreieren, wie sie es für Aang getan hatten. Aber am Ende hatte Zuko ja seinen eigenen Drachen in die Legende von Korra, was auch ziemlich cool war. Fakt 8. Zukos Teekochkünste. Wir lernen früh in der Show, dass Zuko schrecklich Tee macht. So sehr, dass Onkel Iroh sich darüber beschwert, wie schlecht der Tee war, den Zuko für ihn gemacht hatte. Übung macht den Meister und ich habe Beweise dafür, dass Zuko mit der Teezubereitung ziemlich gut geworden ist. Später in der Serie macht Zuko Tee für das gesamte Avatar-Team und es scheint, als hätten sie es wirklich genossen. Entweder erhöhte Zuko den Zuckergehalt im Tee oder Team Avatar wollte Zukos Freude nicht einfach in den Keller schmeißen und erwähnte nicht deren Abscheu vor dem Tee. Fakt 7. Zukos Gehör. Zuko ist bekannt dafür, ein extrem talentierter und wilder Mensch zu sein. Seine überdurchschnittlichen Gaben gehen weit über seine Fähigkeiten beim Feuerbändigen hinaus. In der Episode, in der Zukos Schiff von Piraten angegriffen wird, wird behauptet, dass er überdurchschnittlich gutes Gehör hat. Dies erhöhte Gehör ermöglichte es Zuko, die Piraten zu hören, als einer von ihnen eine rostige Tür öffnete. Es ist nie vollständig erklärt, warum oder wie er diese erhöhte Fähigkeiten hat, aber die meisten glauben, dass Zuko einfach ein besonderer und begabter Mensch ist. In einer Welt, in der man lernen kann, Elemente zu bändigen, sollte es niemanden überraschen, dass einige dieser Personen zusätzliche Fähigkeiten besitzen. Vielleicht sind es genau diese Hörfähigkeiten, die es ihm ermöglichen, das Zungihorn besser als Aang zu spielen. Fakt 6. Zuko als Iroh. Zuko wird dem Publikum als mutiger und kraftvoller Bändiger vorgestellt, der Tradition zu verteidigen und ein Problem zu zügeln versucht. Er wächst langsam zu einer mächtigen Person heran und übernimmt eine neue Lebensaufgabe, um sein Volk und dem Land um ihn herum eine Zeit des Friedens und des Wohlstandes zu bringen. Als Zuko zum ersten Mal in die Legende von Korra erscheint, sehen wir den alten Mann Zuko, zu dem er geworden ist. Die Liebe, die er zu seinem Enkel zeigt, ist ein erstaunlicher Moment, wenn man bedenkt, wie abscheulich seine eigene Familie für eine jüngere Version von sich selbst war. Ich meine, Zuko wurde echt scheiße behandelt, um ehrlich zu sein. Das Publikum braucht ein wenig, um es zu realisieren, aber Zuko war das letzte lebende männliche Mitglied des Team Avatar. Er war ein verspäteter Neuzugang im Team, wohl aber der bedeutendste. Als Zuko so liebevoll mit seinem Enkel umgeht, haben womöglich die meisten ein Flashback bekommen mit Onkel Iroh und Zuko. Fakt 5. Zukos Atem. Ich habe bereits darüber gesprochen, dass Zuko alles andere als gewöhnlich ist. Er besitzt viele Fähigkeiten und verborgene Talente, die scheinbar aus dem Nichts kommen und einfach zu seinem gesamten Skillset beitragen. Seine Hörfähigkeit ist ziemlich beeindruckend und warnte ihn vor einem bevorstehenden Piratenangriff. Sprechen wir jetzt aber über seine Unterwassertalente. Zuko hat die Fähigkeit, extrem lange den Atem anzuhalten. Dies bedeutet, dass er bei Bedarf längere Zeit unter Wasser schwimmen kann. Diese Fähigkeit wird in die Belagerung des Nordens Teil 1 gezeigt, als wir Zuko in einen Unterwassertunnel schwimmen sehen. In den Extras für die Episode bestätigt eine Kommentarblase,
dass Zuko eine große Lungenkapazität hat. Dies scheint ein wenig überwältigend für uns zu sein, wenn man bedenkt, dass er ein Feuerbändiger ist und eine Affinität für Wasser hat. Fakt 4. Zuko und Mai. Jeder schien sich zu fragen, ob Zuko und Mai jemals wieder zusammenkommen würden. Bei der Emerald City Comic Con 2017 wurde bestätigt, dass Zuko und Mai tatsächlich wieder zusammengekommen sind. Diese Bestätigung machte Gene Luang Wang. Sorry, falls ich ihn irgendwie falsch ausgesprochen habe. Er war der Verfasser der Trilogie der Romane, die eine Fortsetzung der Geschichte aus der Hauptserie Avatar darstellte. Er erklärte, dass sowohl Zuko als auch Mai ihre Liebe nach dem Ende des dritten Buches neu entfacht hatten. Es ist, um ehrlich zu sein, immer schön zu sehen, wie die Schöpfer Dinge bestätigen, obwohl sie es theoretisch nicht müssten, aber das Gefühl haben, dass sie es dem Publikum schulden, ihnen eine Art Auflösung zu geben. Für alle, die darüber wirklich nachdachten. Jedoch wurde nie bestätigt, ob sie zusammen blieben. Fakt 3. Zukos Erinnerungen. Avatar, der Herr der Elemente, ist eine Show, die sich auf Aangs Weg zum Erfolg konzentriert. Aber in Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine Geschichte, die sich um zahlreiche Charaktere und ihre Reise durch diese unruhige und geheimnisvolle Welt dreht. Wir sehen, dass einige Charaktere wachsen, einige sich verändern und einige uns für immer verlassen. Zuko ist seltsamerweise der erste Charakter, bei dem sich eine Episode vollständig nur um ihn drehte. Es ist eine von nur zwei Episoden, die einen einzigen regulären Charakter und keinen anderen außerhalb von Flashbacks aufweiste. Das einzige andere Mal war dies mit Korra in der Avatar-Nachfolgerserie Die Legende von Korra. Es ist keine einfache Aufgabe, eine ganze Episode um einen bestimmten Charakter zu schreiben. Diese Arten von Erlebnissen tendieren dazu, sich auf die Selbstreflexion zu konzentrieren und enthalten häufig Rückblenden, Montagen und Monologe. Fakt 2. Zukos Agni Kai. Ein Agni Kai ist ein traditionelles Feuerbekämpfungsduell, das seit Jahrhunderten besteht. Es ist ein Kampf, bei dem es um die Rechtfertigung von Ehre und Stolz geht. Die Schlacht ist gewonnen, wenn eine Feuerbeuge die andere verbrennt. Dies sind sehr mächtige Ereignisse, die nicht leichtfertig getroffen werden und nicht allzu oft vorkommen. Zuko nimmt nicht nur an einer Agni teil während der Show teil, sondern nimmt an allen Agni Kai teil, die in der gesamten Show stattfanden. Zuko kämpfte gegen seinen Vater, Feuerlord Ozai, danach gegen Admiral Zhao und danach gegen seine Schwester Azula in einem Agni Kai. So Leute, wir sind fast wieder bei Fakt 1 angekommen. Ich möchte euch nur noch mal kurz daran erinnern, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video einfach mal zu liken. Und dasselbe halt alles auch bei Instagram. Vergisst auch bitte nicht, Intros und Profilbilder für meinen Kanal an die E-Mail korko.business@gmail.com zu senden. Schreibt mir auch bitte Fragen zu Animes oder zu Avatar mit dem Hashtag AskKorko in die Kommentare. Und ja, ich weiß, man schreibt es eigentlich mit 2K. Sieht aber irgendwie cooler aus mit nur einem. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Intros und Profilbilder. Und jetzt ab zu Platz 1. Fakt 1. Zuko, der Feuerlord. Zuko eroberte eindrucksvoll den Thron im Alter von 16 Jahren und wurde der jüngste Feuerlord in der Geschichte. Er ist auch der zweitjüngste Mensch, der jemals Herrscher einer Nation wurde. Der jüngste Herrscher einer Nation ist der Erdkönig Kuei, der im Alter von 4 Jahren nach dem Tod seines Vaters König wurde. Während dieser Liste habe ich bereits darüber gesprochen, was Zuko getan hat. Und wirklich, ich fand echt alles äußerst beeindruckend. Zuko ist eine besondere Person und es sollte niemanden überraschen, dass er seine Gesellschaft, seine Gemeinschaft und seine Familie inzwischen unterstützt. Er sollte schon von klein auf etwas Besonderes sein und zu großen Taten bestimmt sein. Und dank seines Onkel Iroh und Team Avatar konnte er sich zu einem erstaunlichen Anführer der Feuernation entwickeln und zum Katalysator für die Veränderung werden, die sein Volk brauchte. So Leute, das war's zum Faktenvideo von Zuko. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt irgendwie nicht mehr zu erwähnen, da ich ja schon alles sagte. Deswegen bis zur nächsten Woche oder bis in ein paar Tage. Ciao.